Willkommen zurück zu Pokémon Y, nach wie vor auf der, beziehungsweise in der Siegestraße. Tut mir leid immer noch für den Fail im letzten Part mit X-Split. Ich habe einfach überhaupt nicht auf den Screen geguckt bei meinem PC. Egal, sowas kommt vor. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Gut, hier gibt es noch einen Flottball. Nachdem uns die junge Dame da die Rangerin geheilt hat, was ich sehr schön finde. Oh, warte, Jasmin! Wer kommt da? Wer will was von mir? Kalem! Ich habe länger nicht gesehen. Ich habe seit dieser Sache in Krumlexia viel gegrübelt. Flordelis hat sich einzig für Team Flair entschieden. Wir haben uns für alle anderen entschieden. Unsere jeweiligen Standpunkte haben unsere Handlung bestimmt. Aber keiner kann sagen, wer letztendlich im Recht war. Deswegen denke ich, wenn beide Seiten etwas zu sagen haben, wäre es dann nicht am besten, aufeinander zuzugehen, einen Kompromiss zu finden? Ich habe eine Entscheidung gefällt. Von nun an werde ich nicht mehr nur kämpfen, um zu gewinnen, sondern auch auf die Ansichten und Gefühle von dir und deinem Pokémon-Team achten. In diesem Sinne, lass uns kämpfen. Deswegen hat uns die Dame geheilt, weil wir ganz genau wussten, dass jetzt ein Pokémon-Kampf ansteht. Hallo Kalem, mit 5 Pokémon kommt er an. Und Psyogon ist das erste. Okay. Nette Level. Ich kehrtwende mich jetzt erstmal nicht raus. Oh Mann, Mogelieb, dein Ernst. Ja, wird dir nur nichts bringen. Wieder komplett voll. Die reinste Zeitverschwendung jetzt. Sehr schön, voll. Jetzt hast du den Volltreffer gut gemacht, mein Lieber. Anubis. Sehr gut. Mhm. Goyutsu. Klar wechseln wir da aus. Auf Domi. Ein Dönerblitz. Müsste da eigentlich schon genug tun. Obwohl. Nee, eigentlich nicht. Weil der ja sehr viel schneller sein wird als ich. Aber er ändert seinen Typ nicht. Weil er die Spitzdauer macht. Gut. Sehr schön, Domi. Ja, kriegst du mal ein bisschen Streicheinheiten und dann gehen wir weiter. Mhm, ja, ich habe mein Ziel fast erreicht mit meinen Leveln. Sehr schön. Altaria. Mhm. Der bekommt einen Eisstrahl. Weil es vierfach stärker ist. Du, 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 du. Du, 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 du. Eisstrahl, please. Hier hätte ich jetzt auch ganz böse verhauen, wenn das nicht gereicht hätte. Flamara. Ja, gehen wir auf Anubis zurück mit dem Erdbeben. Ich hätte genauso gut Domi wieder reinholen können, aber wir lassen Anubis mal den Kill, sag ich mal. Wo es mir in der Seele wehtut, Flamara wehtun zu müssen. Flamara männlich? Na gut. Ich muss leider sagen, die Evolis, die ich gezüchtet habe bei Alpha Saphir, sind auch zum Großteil männlich für die ganzen Entwicklungen, weil ich habe einfach kaum weibliche bekommen. Traurig, aber wahr. Und Absol kommt nochmal. Junge Domi, immer jemand, der in den Leveln noch weniger hat als die Besten hier. Also Domi. Hallo Absol. Ich donnerwähl dich mal. Warum ist Lanton schneller als Absol? Ist Absol so langsam? Ich habe immer das Gefühl. What the fuck? Ich habe immer das Gefühl, dass Absol. Oder nee, dass Domi sehr langsam ist. Ich weiß nicht, Lanton, keine Ahnung warum. Schade.
Oh gut, die Paralyse greift. Sehr schön. Sehr schön, sonst wäre Domi wahrscheinlich weg gewesen. Noch ein Nachthieb. Hätte ich so ein bisschen Panik gehabt, aber nein, alles cool. Level 70 für Yoshi. Juhu. Und wieder einmal hat es für mich nicht gereicht. Nun ja, aber dank dir habe ich es ja überhaupt erst so weit gebracht. Wie dem auch sei, unsere Reise geht auf jeden Fall noch weiter. Ich weiß, und mein Outfit ist recht schön, muss ich sagen. Mittlerweile. Ich kann nicht genau sagen, worin, aber du und ich, wir ähneln uns. Das ist doch der Grund, warum ich nicht gegen dich verlieren wollte. Aber das heißt schließlich auch, dass wir viel gemeinsam haben. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir Freunde sind. Dankeschön für den Top-Beleber. Mein Pokémon-Team und ich, wir erneuern unsere Rivalität mit dir. Und ich wünsche mir, dass du als mein Rivale immer stärker und stärker wirst. Natürlich werden meine Pokémon und ich auch stärker. Ich werde die Kraft aus der Verbindung zwischen mir und meinem Pokémon nutzen. Meinen Pokémon. So wie du es tust. Also, ich bin mir sicher, es wird für dich erleichtert, die Pokémon-Liga zu meistern. Danke, für dich auch. Das heißt nicht, dass du schlecht bist. Nur weil ich dich besiege. Du bist auch ein sehr guter Trainer. Hast sehr gute Pokémon da. Hast ein gutes Team ausgesucht. Ja, heil mich mal bitte. Das hat er nämlich jetzt nicht getan. Domi sieht nicht gut aus. Und wenn hier jemand steht, der mich heilt, dann werde ich das ganz sicher in Anspruch nehmen. Okay. Da kann man natürlich nicht hoch, man kann aber runter. Da kann man rein, das mache ich doch mal. Ich meine, wenn da ein Item liegt, mitnehmen. Zink, auch wenn ich es nicht gebrauchen kann. Muss definitiv irgendwo noch was sein, dass ich gerade nicht komme. Aber wahrscheinlich von innen. Irgendwie. Ist doch verwirrend. Man muss hier irgendwie hinkommen, das ist klar. Hallo, lass kämpfen. Den rechten Arm angewinkelt, die linke Hand gegen die Hüfte gestemmt. Dann noch ein wenig in die Knie gehen und die Brust rausstrecken. Oh, entschuldige bitte, ein Kampf, du hast recht, lass uns kämpfen. Du bist irgendwie in Gedanken versunken. Warum willst du damit mehr kämpfen? Von Pokémon Rangerin oder Ranger Cecile. Amos. Amos. Oder Nubis ist nur aus dem Grund vorne, damit ich mit der Kehrtwende immer gleich raus kann, wenn mir was nicht passt hier. Der passt mir nicht so ganz. Macht dafür schon die Hälfte Schaden. Schön. Psychowasser. Es ist riskant, jetzt zum Champ zu gehen. Vielleicht macht er eine Psychokinese, dann wird es wehtun. Aber ich versuch's einfach mal. Du Flammenwurf! What the fuck? Gigasauger. Stimmt, Lamus kann ja Flammenwurf lernen. Das ist was, das ich nie begreifen werde, warum der Flammenwurf kann. Ich weiß nicht, Wasser, Psycho-Pokémon, da rechnet man doch nicht unbedingt mit einem Flammenwurf. Aber ich glaube, Pixie kann das auch. Wo ich auch denke, Wieder Altaria, da kommt auch wieder Floss Dietje. Was zieht hier rein? Eisstrahl! Sehr schön! Danke, Cecile, für diesen netten Kampf. Was für eine unglaubliche Stärke! Bist du auch ein Ranger? Vielleicht sogar ein Super Ranger? Nee. Ich bin nur auf dem Weg in die Pokémon-Liga. Das ist alles. Kann man hier irgendwie hin? Natürlich kann man hier hin. Hier kommt man auch
raus. Da wollte ich nämlich hin. Mhm. Hopp, Elixier. Eine Prachtfeder? Seriously? Bin ich wieder hier? Na toll. Und da, wo ich hin wollte, kam ich nicht hin. Nämlich hier unten. Da muss man auch irgendwie hinkommen. Und da ist doch auch eine Tür. Ja, was soll's. Flucht sein. Drüben liegt auch noch ein Item. Oh. Ups, da kam was von der Decke. Mal sehen, was mich da überrascht hat. Ja, klar. Wenn das Ding von der Decke auf mich abstürzt, bin ich tot. Ja? Mein Gott, sinnlos. Topschutz. Ich fürchte, das zieht sich hier länger, als ich dachte. Den Flug-Pokémon gehört der Himmel, den Wasser-Pokémon die See. Aber gehören uns Trainern die Pokémon? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, wow. Veteranin Rosa, hatten wir diese Art von Trainer überhaupt schon mal im Spiel? Ich glaube ja nicht. Für Jahre. Da werde ich nicht wechseln. Was will der mir schon? Ich bin Drache Boden. Der kann weder mit Feuer noch mit Flugvieh gegen mich machen. Drachenklaue, los. Der kann mich vielleicht verbrennen, das ist auch alles. Sturzflug, ganz klar. Das wird dir jetzt aber auch wehtun. Ich heil mich ein bisschen von daher. Halb so wild. Und du bist weg, Fiaro. Wir tragen mit den Pokémon zwar Kämpfe aus, aber das heißt nicht, dass sie uns gehören. Das habe ich auch nicht behauptet. Ein Drachenzahn. Okay. Ja, da ist ein Ausgang. Ah, noch ein Veteran. Na, was sagst du? Meine Auftrittsmusik ist absolut spitze, oder? Ich wollte jetzt nicht singen. Bitte, 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 Veteran! Benjamin! War nett. War nett ist nett, ne? Voll das Brett. Nee, das war schlecht. Ja, schnüffel du meine Überreste. Schnüffelst du auch das? Ein Erdbeben? Jawohl. Mhm, Level 70 war übrigens das, was ich mir vorgenommen habe als Ziel. Aber mal gucken. Fulipoba. Ich muss mal Frostetchen ein bisschen powern, weil sie kriegt ja auch keine, nicht so viele spezielle Punkte, weil eben die Freundschaft weg ist durch den Tausch. Von daher muss die mal eigentlich da sein, damit sie auf Level 70 kommt. Eisstrahl bitte. Sollte ja auch was bringen gegen Pflanze. Sehr schön. No. Beleid vor die Poba. Schön, 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 schön. Oh je, trotz starker Auftrittsmusik habe ich kein bisschen den Ton angegeben. Nee, hast du nicht. Das war ich.
tauschen wir euch mal um. Natürlich möchte ich einsetzen, wenn du die schon hab, ne? Dort läuft einer rum. Ich glaube, hier komme ich dahin, wo ich hin wollte. Kann das? Aber wie komme ich zu dem Typ, der um das Item rumläuft? Ach, das ist einfach nur eine Abkürzung. Fail. Hätte ich mir sparen können, mit dem Weg zu suchen. Aber ich möchte zu dem Typ da, zu dem Item. Ich weiß nur nicht wie. Ach so, ich weiß nicht wie. Wie dumm bin ich eigentlich? Ich muss nicht mal gegen dich kämpfen. Ich kann das auch aus... ja. Ich könnte das auch sparen, aber ich will es mir nicht sparen. Früher wollte ich stark genug sein, um anderen helfen zu können, doch jetzt geht es mir nur noch ums Kämpfen. Ob ich wohl vom Weg abgekommen bin? Naja, irgendwie schon. Emil, mit einem X-Bart. Mhm. X-Bart ist okay für mich. Das reicht hoffentlich. Ich brauche sie schneller als X-Bart. Ja, ich hab nichts dagegen. Level mehr, aber trotzdem. Du hast mich gelehrt, worum es bei einem Kampf wirklich geht. Ja, ums Gewinnen. Gut, dann raus hier. Wo geht's jetzt hin? Wieder nach draußen. Hier brauche ich erstmal nichts. Nix aber. Aber ich glaube, wir sind bald da. Hier sind wir schon in dem Bereich mit dem Wasser. Hallo. Wenn man verschiedene Kampfstile in Farben ausdrücken könnte, welche Farbe hättest du? Lila oder Rot? Weil Drache oder Feuer? Und natürlich, wie soll es anders sein, hat der Künstler ein Farbigel. Kann ihm am besten bei seiner Malerei helfen mit seinem Pinsel, den er hat. Leider kann er nichts. Doch, er kann schon recht nervig sein, wenn man ihm das richtige Zeug beibringt mit dem Nachahmer. Deine hitzige Attacken sind rot, deine Eiskaltstrategie ist blau. Ich habe eiskalt angegriffen mit Eisstrahl. Hitzig war da gar nichts. Mhm. Willst du auf starke Pokémon und Trainer treffen, musst du vor allem Eiskämpfe bestreiten. Ich wollte dir eigentlich ausweichen, ganz ehrlich gesagt. Regina. Mechago. Der hätte ich jetzt gerne Wasserattacke, weil ich mit Eis nicht so viel machen kann. Hm. Wir haben Spuk, oder? Wird zwar nicht allzu viel bringen, aber mal gucken. Ja. Wie langweilig, schlaf ein. Wie, du machst das nochmal. Ich muss jetzt tatsächlich gehen. Ja. Willst du mein ganzes Team einschläfern oder was? Dummes Viech. Stirb. Ich mache egal, ob ich dann pennt oder nicht. Wecke ich ihn halt wieder auf. Oh ne, komm. Dann kann ich aber nicht schlafen, wenn ich verbrannt bin, ne? War es nicht so? Man, es geht nur eine Statusveränderung. Eigentlich schon. Aber was anderes geht nämlich nicht. Ja, Eniko. Wollen wir ihn mal einheißen, dem Scherox? Domi brennt, das ist aber nicht weiter schlimm, weil er ja speziell ist. Aber es zieht halt immer KP ab, das ist schon ein bisschen doof.
Enigma, los! Heiz ihm ein! Sehr schön. Schon Level 71, das ist schlecht. Ich will eigentlich gar nicht weiter haben als 70, aber naja. Pokémon-Kämpfe kann man auf gewisse Weise mit der Liebe vergleichen. Naja. Wenn du das sagst. Mhm. Komm dem Ganzen schon ein ganzes Stückchen näher. Gut, ich werde den Part hier beenden auf jeden Fall. Und dann höchstwahrscheinlich im nächsten Part die Siegestraße verlassen. Und mich zur Pokémon-Liga begeben. Beziehungsweise erstmal dann noch, denke ich. Ja. Am Moveset noch was ändern, weil ich will nicht, dass Enigma zum Beispiel jetzt hier Zertrümmerer und sowas mit in die Liga bringt, weil ich das einfach nicht brauche. Und da möchte ich ein paar Attacken haben, wenn ich was Gutes finde. Also bis zum nächsten Mal dann bei Pokémon Y. Bye, bye.